wie der Bayer so sagt, Jammers. Jammers. Da Hammers. Oder Hellas ist auch ein sehr bekanntes Wort. Ein sehr bekanntes bayerisches Wort. Ich habe schon gesagt, die Bayern sind sehr verbunden mit den Griechen. Ne? Weil waren wir nicht unter bayerischer Herrschaft oder irgendwie sowas? Also die, ich habe schon gesagt, die griechische Flagge ist ja nur blau-weiß wegen den Bayern. Wirklich? Ja, das stimmt. Krass. Ja, das weiß ich nicht, aber die Bayern, wann waren die Bayern denn so krass? Wann hatten die denn die Zeit, die ganze Welt zu unterjochen? Es heißt besser, wann waren die Griechen denn so lasch damals, ja? Das selbst ja, die Bayern. Das war, als ihr noch Demokratie gepredigt habt und damals. Und friedfertigen Widerstand. Als wir, als wir den Leuten noch mit dem Zeug sozusagen sagen können, das macht die Griechen aus und nicht, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen. Και εσύ, δάσκαλε, γράφε ονόματα. Δεν είναι ανάγκη, τους θυμάμαι. Τι θα τα κάνεις τα ονόματα, πάτερ? Τα θέλω για να τους αφορήσω. Οι αμαρτωλοί κρύβουν τα πρόσωπά τους. Σόδομα και Γόμορα τέκνο. Η Δουίντη και το τέλος της οικουμένης. Πόπο μαγκούρα που θέλουνε. Jakob, aber das ist jetzt mal im Ernst. Im Vergleich mit der... Mit der Lebensleistung der Griechen ist ja eigentlich, oder des griechischen Volks, ist das ja eigentlich lächerlich. Komm, weißt du, da wird diese Schuldenkrise, es wird doch in 100 Jahren keinen mehr interessieren. Ja, trotzdem werdet ihr immer noch die Wiege der Demokratie sein in 1000 Jahren, immer noch. Das stimmt. Lässt sich nicht wegmachen. In 1000 Jahren hat man eh vergessen, was Geld ist, aber Demokratie, da bezahle ich auch noch in Demokratie. Das wird der neue Euro. Das ist denn Demokratie? Wunder dich nicht, das war mein Handy. Ach, es war der Handy. Ja. Ich dachte gerade hier, so ein Tanker eingelaufen. Das ist so, Grace, wir spielen mit Bart. Ist es, ja. Ach so, wir spielen mit Bart. Ja. Ihr seid bei uns hier, willkommen. Ja, wir spielen Gabriel Knight. Griechen, 2. Grace und Tora. Tora! wir haben gerade angefangen, also wir hatten schon vorhin eine Stunde, das war die letzte Stunde, die ihr gesehen habt. Ja. Und wir sind jetzt schon gut dabei, sag ich mal. Wir sind wirklich gut dabei. Und wir haben einen Geheimgang gefunden, der uns aber nichts Geheimes gezeigt hat. Aber ich glaube, dass wenn wir hier weitergehen, kommen wir an neue Orte. Es ist immerhin, er ist nicht so geheim, als dass er nicht eine Bezeichnung haben könnte. Ja? Schloss Ritter, Doppelpunkt, Geheimgang. Geheimgang. Sind wir hier. Und auch ein Geheimgang, der nach draußen führt. Mit einer Tür, sodass man eigentlich schon erkennen kann, okay, da ist ein Gang. Und wir haben einen Schlüssel bekommen, der war nicht für diese Tür anscheinend. Also werden wir vielleicht auch noch oben das Ding aufmachen können. Wir haben einen Notausgang. Braucht vermutlich jeder, der sich mit den Heeren der Finsternis herumschlägt. Klar. Ergibt aber total Sinn in so einer Belagerung, dass man da einen Notausgang hat, um zur Not noch die Frauen und Kinder rauszuschicken. Genau, oder wenn man sich mal, wenn man selbst ein Werwolf ist und so tut, als ob man der Retter ist, sich ein paar Frauen und Kinder als Lieferservice aber durch die Hintertür. Sie dann, legen Sie die Kinder einfach vor den Notausgang. Okay. Das Schloss sieht von hier ja riesig aus. Mehr zu renovieren, als ich dachte. Alright. Das Schloss sieht von... Da kann man nicht weiter, oder? Kannst du da noch hin? Ich bin wahrscheinlich schneller, wenn ich den Weg nehme, auf dem ich gekommen bin. Ah. Okay, dann okay, also hier kann ich also nichts wirklich machen. Nee, es soll ausschließlich nur der Notausgang hier sein und vielleicht die Rosen. Ja, vielleicht... Ah, die Rosen. Praktisch. Wenn der Herr des Hauses sich auf die Socken macht, um amoröse Abenteuer zu bestehen, kann er noch schnell eine Handvoll Blumen pflücken. Ey, wie die in alles Infidelität reinpackt. Ja, und schon ist sie sauer auf das Haus, das er geerbt hat. Genau, worein zufällig. Es sind Zufälle, wenn sowas passiert. Wenn aus deinem Schlafzimmer ein Geheimgang in das Schlafzimmer von Gerde führt und auf dem Weg dazwischen einfach mal ein paar Rosen da drin sind. Zugegeben, das ist jetzt schon, spricht ein bisschen gegen ihn. Ja. jetzt, wo ich es ausgesprochen habe. Da haben wir noch schnell die Rose und dann direkt zur Gerde rein. Julia. Julia. Sorry. Ja, okay, ich kann sie langsam verstehen. Es ist so, ich habe was mitgebracht und es ist keine Kleidung. Und es ist, ich gebe wieder zurück. Ja. Oh nein, es ist schon wieder ein Penis. Nein, es ist eine Rose. Ja. Hose. Ja, unter einem Penis. Ach Gott, Leute. Okay, also. Zum Glück ist es kein Labyrinth. Nee, es sind nur zwei Ausgänge. Es sind nur zwei Ausgänge und das der Notausgang. Wo gerade frisch einer durchgegangen ist. So, da sind wir wieder in gelbes Schlafzimmer. Jetzt hoffe ich mal, dass der Schlüssel aus Gerdes Schrank uns zumindest die Schattenjägerbibliothek öffnet. Ich denke ja. Ich denke, das ist der einzige Raum, in den wir noch nicht rein dürfen. Ja. Wichtig.
Zum Glück hat der Bauarbeiter, warum auch immer, diesen einen Stein weggemacht und für uns dagelassen. Ja, es war, vielleicht ist das gar kein Bauarbeiter gewesen, sondern ein guter Geist, der uns geholfen hat. Der uns helfen will, ja stimmt, ja. Der uns quasi auf den Weg gebracht hat. Das ist, da gibt es dann die Szene am Ende des Spiels, wo er sagt, kannst du dich daran zurückerinnern? Ich war immer überall da und irgendwo war ein Bauarbeiter im Hintergrund. Ich war der Bauarbeiter. Nein, doch. Doch. Nein. Oh. Doch. Doch. Nein. Ja. Wenn jetzt der Polizist da steht, wer sie sind! Wer sie sind! Wer sie sind! Ich möchte eine Bilder verkaufen! Ach nee, wir haben es geschafft, wir sind in der Schattenbibliothek. Ja. Die erschreckend gut beleuchtet. Jetzt müssen, ja, tatsächlich. Da muss auch einer schön Stromrechnung bezahlen. Ja, es sind Bücher. Gregor, wenn wir dich nicht hätten, ne? Ja, ich dafür bin ich da. Bücher über das Okkulte. Mal sehen. Vampire? Hexerei? Donald Duck? Gespenster? Das Nest. Geister? Was? Asiatische Geister? Was? Der Arzt von Stalingrad? Leib und Seele, was ist denn das? Der Arzt von Stalingrad. Okkulte Bücher aus Stalingrad. So, ich hoffe, dass wir hier das Datum rausfinden, wo die Werwölfe, wo der Prozess war, damit ich die Prozessakten bekomme. Ach so, wir wollen ja die Prozessakten oder gegen die Werwölfe. Genau, oder die Probebakten. Ich kann mir nicht... oder Prozebakten. Wie sind Sie hier reingekommen? Oh, erwischt. Oh, hallo. Ich bin eine dieser Asiatinnen, ganz, die schleicht sich hier rein. Wie haben Sie die Tür aufgesperrt? So, wie sie mein Herz aufgesperrt haben. Oh Gott, diese Schlüssel. Oh nein! Oh nein! Erwischt! Der stand gerade komplett anders. Fuck! Waren Sie mal im Zimmer? Na gut, dann ziehen Sie sich mal aus. Ich habe schon etliche Filme gesehen, die so angefangen haben. So ist das. So ist das. Ich war in Ihrem Schrank. Ich lebe in Ihrem Schrank. Schau. Wir wollen offen und ehrlich sein, ja? Meine Familie lebt in Ihrem Schrank. Ich habe einen Geheimgang entdeckt. Illegal. Ich weiß nicht, was in diesem kleinen alten Liebesnest vor sich ging und es interessiert mich nicht. Was Sie mit Ihrem Arbeitgeber hier machen, geht mich nichts an. Aber was ich Ihnen nicht abnehme, ist der Ich-assistiere-dem-Schattenjäger-Quatsch. Ich habe Vorlesungen sausen lassen, um hier dran zu arbeiten, weil ich dachte, dass es wichtig ist. Ich recherchiere, wie Gabriel das wollte. Also helfen Sie mir. Ich werde hier diesmal mehr als Recherchen machen. Und ich werde nicht da sitzen und auf seine telefonische Erlaubnis warten. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann haben Sie Pech gehabt. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Okay. Okay. Prima. Sie machen diese verdammte Recherche. Oh. Also Grace ist jetzt geplatzt. Gerte hat doch nicht mal was mit Gabriel bestimmt. Ja, ja? Und jetzt wird sie auch nichts mehr haben. Jetzt wird sie auch nichts mehr haben, nachdem... Die stürzt sich jetzt nämlich gerade vom Burggraben in den runter halt. Das ist deine Taktik, Grace, dass du Leute so erniedrigst und anschreist, dass sie einfach zu Selbstmord getrieben werden. Was soll denn das? Pearl Harbor. Ja, just saying. Pearl Harbor kann auch im Herzen sein, ja? Pearl Harbor im Herzen. Das ist auch ein schöner T-Shirt-Spruch. Ich trage Pearl Harbor im Herzen. Ach, herrlich. Ey, okay, aber das war richtig gut. Wir haben wirklich mal hier, wir haben mal Tacheles geredet. Ja. Ich bin stolz auf Sie, wirklich. Immerhin etwas, ja, dass nicht mehr dieses Herumkrebsen, Sie dürfen nicht rein. Jetzt sollte ich aber mal die Gelegenheit nutzen. Gib mir die Autoschlüssel, gib mir deine Brieftasche. Ja. Gib mir dein Abschlusszeugnis. Ich bin jetzt du. Geben Sie mir Ihre Haare. Hier, eine Schere. Schneiden Sie ab. Ja, hab ich gesagt. Und geben Sie mir Leim, damit ich es mir draufkleben kann. Ratsch. Ach, herrlich. So. Ja, so denken wir. So ist es. Wir haben viel erreicht. Ich bin richtig stolz. Wir haben wirklich, was, 919 Punkte. Vielleicht schaffen wir das zweite Kapitel oder sowas. Vielleicht schaffen wir es heute durch. Das wäre geil. Ja, nicht ganz. Nee. 1640 bis 1680. 1692 bis 1710. 1720 bis 1753. Ist da vielleicht etwas über den hiesigen Werwolf-Prozess drin? Mhm. So. Das Tagebuch von Viktor Ritter. Es war eine stürmische Nacht. Sie trug keine Kleidung. Ich rein zufällig auch nicht. Ende. Das war die Story. Also, wir haben jetzt das Buch, das haben wir jetzt genommen, oder was? Tagebuch von Viktor Ritter. Aber ich glaube, die will es nicht lesen. Wir brauchen nur das Datum. Oh, doch.
Okay. Pfeffer. Mein Pfeffer sah. Begierde wurde von zahlreichen Jagdunfällen. Okay, ich klicke mal drauf. Vielleicht liest sie es vor. In einem Nachbarbezirk wurde von zahlreichen Todesfällen durch einen herumstreunenden Wolf berichtet. Und ich machte mich auf die Suche nach der Ursache. Gerüchte erzählten von einem Werwolf. Und tatsächlich schienen einige Anzeichen darauf hinzuweisen. Alle Todesfälle ereigneten sich in einem Umkreis von 40 Kilometern im Wald. Und im Zentrum lag das Dorf Alfing. Mein Assistent und ich stellten eine Falle nahe des Dorfes auf. Obgleich die Bestie eine Vorliebe für Menschenfleisch gezeigt hatte, war auch Vieh gerissen worden. Okay. Ah, klick nochmal die andere. Warte mal. Das geht kann weiter, da, oder? Oh nein. Ja, aber es geht, komm, drei ja, okay. Seiten. Drei Seiten ist okay. Sie kann immerhin lesen. Ah, guck mal, wir haben hier auch eine Jahreszahl, ne? Victor Ritter. Ach ja. Also der Original Schattenjäger. Und ich glaube, das ist sogar... Stimmt, 18. Jahrhundert ist ja 1700 bis 1800. Hm? Na, nicht 1800 bis 1900. Das ist der alte Fehler. Genau. Den wir immer machen. Machen wir immer diesen Fehler, wenn wir recherchieren. Als Köder setzten wir ein neugeborenes Lamm im Dickicht aus. Oh. Im dichten Fichtendickicht. Zwei Nächte lang blökte das Lamm vergeblich und einmal mussten wir sogar einen hungrigen Fuchs verscheuchen. Doch schließlich holte sich die Bestie selbst ihre Beute. Fast hätte ich sie verpasst, denn die Nacht war so finster und der Wolf so schwarz, doch mein Helfer sah das Feuer in seinen Augen und ich hörte, wie die Schreie des Lammes vor Angst erfüllt wurden. Er hatte das arme, erstarrte Lamm an der Kehle gepackt, als wir hervorsprangen. Ja. Er war schnell und wäre entkommen, doch sein tödlicher Irrtum war, uns anzugreifen, statt von dannen zu rennen. Mein Dolch durchbohrte seine Brust und drang in die rechte Lunge. Wie vereinbart fesselten wir den Wolf und banden seine Kiefer zusammen. Ja. Wir brachten ihn noch atmend nach Rittersberg und übergaben ihm dem Magistrat. Ich bete für die unglückliche Seele des Mannes. Möge die Bestrafung schnell und gnädig sein. Gott sei gelobt. Gott sei gelobt, seinen Diener geführt zu haben. Von seiner Hand kamen Stärke und Weisheit, um das Töten zu beenden. Victor Ritter, Schattenjäger, 20. April 1750. 20. April? Muss ich das kennen? Nee, ist gut, wenn du es nicht kennst. Ist gut, wenn dein Geburtstag? Nein, nee. Ich hoffe nicht. Ja, du hast Geburtstag. Ja, ich hatte Geburtstag vom Versagen, aber nein. Immerhin ist es ja auch ein paar Jahrhunderte vorher. Hitlers Geburtstag. Wirklich? Ja. 20. April? Ja. Deshalb gibt es auch immer... War Hitler ein Werwolf? Es gibt bestimmt einen Film, wo Hitler ein Werwolf war. Mehrere, ja. Ja. Eva Braun! Zugegeben, das passt alles plötzlich sehr gut. Ja. Ich bin mir nicht sicher, welche anderen Fälle passend sein könnten. Also wir wissen zumindest die Jahreszeit. Ich glaube, wir können gleich zum Rathaus runter und uns dort die Prozebakte dann holen. Hallo, mein Name ist Angela Lansbury und Mord ist mein Hobby. Ach, guck mal. Das habe ich sehr gern geguckt als Kind. Ja, ich auch. Ich vermute, dass die gute alte Fujitsu im nächsten Buch von Blake Backlash durch Hildegard ersetzt wird. Die Fujitsu. Ich bin noch nicht ganz bereit für den großen Helden. Oh, wir werden bestimmt hier einen Brief für Gabriel oder so schreiben können, ne? Wenn er schon da ist. Alle Briefe werden an der gleichen Schreibmaschine geschrieben. Aha. Irgendwie sowas bestimmt. Oh, mein Manuskript, guck mal. Der ist hier hingegangen zum Arbeiten. Was hat er denn schon geschrieben, der Gabriel? Okay. Nichts hat er geschrieben. Deckseite, noch eine Deckseite. Nee, nichts. Chapter 1. Eigentlich nichts. Ist alles nichts. Schwerarbeiter, was neid? Ja, ich muss nach Deutschland fahren, um Inspiration zu bekommen. Nichts hast du gemacht, nichts. Das hat er im Zug geschrieben. Ja. Während des Fluges. Copy und Paste, kann ich telefonieren? Den sollte ich schon anrufen. Ja, mit dir möchte ja eh keiner reden. Und hier dieses Pistolenmagazin für eine große Pistole? Nein. Tacker. Oder ein Tacker. Tja. Genug schön. Gemacht. Genug gearbeitet für den Tag. Ein bisschen so richtig Curtis Crack-mäßig, ja? Ich habe meine E-Mails gelesen, ich gehe jetzt nach Hause und kassiere meinen Check. Das reicht doch. Okay, kann ich weiter? Oh, Projekte arbeiten. Aber er kämpft sich durch, aber gut, trotzdem weiter. Ha! Holy fuck. Er arbeitet doch nur.
So fühle ich mich manchmal hier auch, ehrlich gesagt. Ja. Du elender, geistesgestörter Hurensohn! Hurensohn! Ich bin nicht geistesgestört! Mein Hurensohn! Deine Mutter ist geistesgestört! So, kann man noch was machen? Ich bin mir nicht sicher, welche anderen Fälle passend sein könnten. Also gut, dann gehen wir runter zur Stadt. Ja. Wir haben ja immerhin jetzt eine ziemlich deutliche Spur. Ja, da geht sie auch gleich direkt raus. Beim Liebesnest. Sitzt die Gerde da unten? Da sitzt sie. Komm, wir reden nochmal mit ihr. Ja, ich habe im Moment nichts zu sagen. Ach, ja. Mic drop, ne? So, dann lass uns mal... Ich habe im Moment nichts zu sagen. Ja, lass uns hingehen. Reinlaufen in die Stadt zum Hubert. Nee, zum Bürgermeister hier. Zum Bürgermeister, genau. Oder ist es, nee, das ist wahrscheinlich nicht der Bürgermeister direkt da vorne am Rathaus. Diese Fake-Treppe hier vorne, ey. Ich kann, once you see it, you cannot unsee it. You cannot unsee it. Hallo nochmal. Brauchen Sie noch etwas? Gib mir die Prozebacken. Erinnern Sie sich an den Werwolf-Prozess, nachdem ich gefragt habe? Ich habe ein Datum. April 1750. Sehr gut. Sehen wir nach. So, Sportnachrichten, sexuelle Gefälligkeiten. Ah! Werwolf-Prozessakten. Werwolf-Prozessakten. Ich habe als Junge von diesem Fall gehört. Aber ich habe die Sache immer für ein Märchen gehalten. Habe nie daran gedacht, im Archiv zu suchen. Sehr gute Idee. Das macht 12 Mark. Was wollen Sie wissen? Gib mir doch einfach die Akte. Okay, also. Warum brachte man den Werwolf nach Rittersberg? Warum brachte man den Wolf nach Rittersberg? Ich weiß, der Schattenjäger lebte hier, aber warum ist er nicht... Tötet er ihn nicht, wo er ihn fand? Weiß nicht. Sehen wir nach. So ein bisschen wie so ein Game-Show-Onkel, ne? Weiß ich nicht. Sehen wir nach. Ah, ja. Sie wollten wissen, welcher Mann es war. Wer es war. Sie brachten ihn her, damit er sich verwandeln konnte? Ja, genau. Ja, und, Ja, und wer war's denn jetzt? Und was war da? Nein, ich bin da nicht schwul. Ich bin ein Werwolf. Wo kann der Drecksack das Zeug bloß haben? Scott? Hat sich der Werwolf je zurückverwandelt? Ja, das möchte ich wissen. Und? Verwandelte er sich? Ja, muss ich erstmal nachgucken. Wobei, das war alles gleich. Ja, ich habe aufgehört nach der ersten Zeile. Man hat einen Wolf in die Zelle gesperrt. Am nächsten Tag war ein Mann drin. Ein Tagelöhner aus der Stadt erkannte in ihm Baron Klaus von Rallig aus Alfing. Er wurde freigelassen. Wenn Sie ein Baron sind, könnte nicht einer nachts einfach den Wolf gegen den Mann ausgetauscht haben? Eindeutig ein Werwolf! Ja, der alte Wolfman Switcheroo. Der alte Switcheroo. Ja, machen die immer gerne. Sehr beliebt. Ja, so wie ich den Switcheroo bei der Abi-Prüfung gemacht habe gegen einen Sack Kartoffeln. Ja, so, Gregor, warum bist du noch nicht fertig? Schnitt Sack Kartoffeln. Mit so einem schiefen Grinsen und mit Edding. Und dann, zwei Augen. Und dann wieder zurück. Okay, ich starr mich nicht an. Okay. Schreib das mal fertig. Du hast recht, Gregor. Ich hätte nicht so gemein zu dir sein sollen. Ja, ganz genau. Hier ist ein Steak, was ich dir mitgebracht habe. Hier ist ein Steak. Kartoffeln. Warum isst du denn nicht? Kartoffeln hast du schon. Wo war der Werwolf eingesperrt, als er hier gefangen war? Im Verlies. Im Keller des Rathauses ist eins. Wir verwenden es natürlich nicht mehr. Schon seit vielen, vielen Jahren. Ist immer noch ein Werwolf drin. Keiner nachgesehen. Ja, da ist immer noch der eine Wolf drin. Ja, jetzt, genau. Ja, lass mal einmal durchhören. Hallo? Achso. Was passierte mit dem angeblichen Werwolf? Ey, du hättest doch alles auf einmal lesen können. Er wurde 2 Tage verhört. Er gestand seine Schuld. Der Prozess wurde ihm am 3. Tag gemacht.
Und er wurde zum Tod durch Vierteilen und zum Scheiterhaufen verurteilt. In welcher Reihenfolge? Das ist eine gute Frage. Ja. Er bekam die letzte Mahlzeit. Er bat einen Beichtvater zu sehen. Er starb am Morgen des folgenden Tages. Die haben ihm die Gelenke ausgerissen und ihn verbrannt? Mhm. Das war das Mittelalter. Die Menschen waren sehr, sehr gründlich. Ja. Und mit Mittelalter meine ich letzte Woche. Ja, aber ich meine, das sieht doch auch nicht. Wir reden hier gerade von Mensch-Tieren, die andere Menschen reißen. Er hat ihn schon, aber da war er nicht mehr Wolf, sondern Mensch, weil als Wolf könntest du ja noch als Delikatesse durchgehen lassen, ne? Und ich würde aber wenn der Wolf dann mitten während des Kochens und Bratens zum Mensch wird, zum Menschen wird dann so, halt irgendwie so. Du musst den richtigen Garten. Ich würde das gern zurückgehen lassen. Ich habe Wolf bestellt. Du musst den richtigen Garpunkt finden, ja, damit die Röstaromen auch richtig rauskommen. Ich bestelle hier einen Wolf und sie liefern mir hier so einen halben Menschenarm. Ja, eben. Das kann ja wohl nicht richtig sein. Aber sie haben doch alles aufgegessen. Und schon ist die Konzession weg. Und die Hygiene. Prüfung steht vor im Haus. Also ich hab. Warum wollte man herausfinden, wer der Werwolf war? Ja, ich könnte mir vorstellen. Ja, warum nicht? Genau. Ja, hier steht, dass eine Gruppe von Städtern in die Stadt des Werwolfes gesandt wurde, als man seine Identität herausfand. Warum? Okay. Dachte man, dass es noch mehr davon geben könnte? Ja. In dieser Zeit war die Familie eines Werwolfes in sehr großer Gefahr. Viele dachten, dass Flüche an die Blutverwandtschaft weitergegeben wurden. Okay, da muss man also aufpassen. Sonst noch etwas? Ein Käsebrot? Ich glaube nicht. Außer, kann ich mir vielleicht das Verlies ansehen? Ja. Mit dem größten Vergnügen. Mich macht das auch ratig, das Verlies. Ja, finde ich. Da liegt vielleicht noch ein bisschen Werwolf drum. Ja, hat schon was. Ist das Verlies da oben? Da ist natürlich da Sag oben. Sag mir nicht, dass das Verlies da oben ist. Das Verlies ist da oben. Jetzt schubst er sie rein und macht zu. Ja. Noch eine Asiatin. Da könnt's jetzt bleiben, bis die Hölle zufriert. Und da liegt einfach ein Skelett mit einem Morgenmantel und einer schiefen Frisur. Also, das ist genau sein Beuteschema. Der letzten Benutzung. Wir führen hier auch Touristen durch, gelegentlich. Was passiert denn jetzt? Mortal Kombat? Was ist los? Mortal Kombat! Geht's Ihnen nicht gut, Miss? Es geht. Hier drin bekomme ich echte Platzangst. Also wissen Sie, sonst ist das Verlies verschlossen, damit keine Kinder reinkommen. Oder rauskommen. Ich lasse es offen, damit Sie kommen und gehen können. Das würden Sie tun? Haben Sie vielen Dank. Wirklich gern geschehen. Wiedersehen und viel Glück. Ist das nicht ein bisschen suspekt? Moment, ist Grace jetzt irgendwie psychisch veranlagt, dass sie so Flashbacks aus der Vergangenheit haben kann? Ja, vielleicht ist es aus dem ersten Teil. Ja, oder würde erklären, dass Gabriel überhaupt mit ihr, weil ansonsten ist er ja nicht ansonsten viel. Ansonsten ist er ja nicht viel, ne? Naja. Jedenfalls. Ja, das gucken wir mal. Ja, aber sie ist offensichtlich so ein bisschen übersinnlich veranlagt. Ja, das stimmt. Sie spürt das. Aber was war das gerade? Das waren Bilder, wie jemand verbrannt wird. Ja, ich glaube, du kannst dich noch ans Intro erinnern, wo dieser arme Junge dann einfach ins Feuer geschubst wurde. Das denkt sich der Junge auch. Warum brennt die jetzt den Junge einfach Was soll denn das? Und vor allem der Junge? Ja, ich bin... Jo, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Die haben gesagt, wir haben die ganze Zeit zusammen. Ja, uns wurde gesagt, ich habe gelesen, dass der Junge nur zuguckt. Dass der gar nicht ins Feuer geschubst wird, sondern dass das nur ein Junge ist, der zuguckt bei dem Feuer. Oh, aber das andere ist viel lustiger, wenn man sich vorstellt. Ja, genau. Natürlich ist. Was verbrennt mich denn hier? Kinder, die verbrannt werden, ist immer lustiger. Ja. Das wissen wir beide. Aber das ist mein Lieblingskinderbuch immer. Ich glaube, authentisch war es so, dass... Dass er zuguckt hat. Genau. Okay, vielleicht wurde sein... Okay, Sie haben gesagt, Vierteilen und Scheiterhaufen. Vielleicht ist es ja so, es ist die Familie von dem Werwolf-Menschen. Weil es soll doch ein Baron sein, oder nicht? Könnte sein, ja, stimmt. Nur die Barone können sich das erlauben. Ja. Guck zu, Junge, dann lernst du was. Ah, ein L-Schatten auf dem Gesicht. Er hat um eine letzte Beichte gebeten. Ja klar, wenn die Kirche direkt daneben ist, günstig. Okay, das heißt, wir müssen in die Kirche. Wenn es McDonald's wäre, hätte er noch ein letztes hätte noch einen letzten McRib mitgenommen. Das ist halt so. Wenn es eine Tanke wäre, hätte er noch 5 Liter Sprit mitgenommen. Naja, du kannst dir ja doch wünschen, was du für dein letztes Mal haben willst. Aber nur was gegenüber ist. Nur was gegenüber ist, genau.
Was ist, wenn du dir was wünschst? Zum Beispiel in Amerika ist ja McRib saisonal. Ja, du kannst ja nicht das Ganze. Du wünschst ihn dir nächstes Jahr. Ich hätte gerne den McRib 2018. Genau. Aber der ist doch erst später dran. Oder ja, den WM-Aktionsburger für die WM, weil sie sich 22 wäre. Was ich mir auch denke, sie untersucht jetzt diese Zelle, die 1700 schießt mich tot. Ja. Da ist nichts, gell? Die haben seit 250, 300 Jahren nichts hier verändert, ja, dass sie hier wette, Hinweise finden kann. Findet. Siehst du, da das Bett, wer hätte gedacht? Ja, vielleicht legt sie sich drauf und kriegt noch einen Rerun oder so mit. Nee, unter dem Kissen, da hat einfach 300 Jahre keiner nachgeguckt. Hat einfach keiner das Kissen hochgehoben. Ah nee, sie ist ja übersinnlich. Von Ralik hat hier geschlafen. Ich spüre es. Fühlt sich nach Van Ralik an. Wer war nochmal Van Ralik? Das Spiel von HSV. Nein, ich glaube, das ist der. Das war der Werwolf? Ja, ja. Okay. Nein, das ist der Werwolf, ja. Er spielt für den HSV. Feigenralle. Feigenralle hat hier geschlafen. Feigenralle? Felgenralle heißt er. Felgenralle. Warum will ich hier Feigenralle heißen? Ey, mir ist es so scheißegal. Warum soll er Felgenralle? Felgenralle ist genauso weil scheiße weil wie gern, Feigenralle. Weil er gerne schnelle Autos. Ja, aber dann soll er schnelle Autosralle heißen. Der war doch letztes Mal mit dem Ferrari. War letztes Mal mit dem Ferrari hier, Mann. Ja, aber warum Felgenralle? Weil er Ralf heißt und Felgen mit dem Auto. Merkst du was, gell? Okay, das ist ganz schön doof. Ich klick's nochmal an. Das ist Fußball, da will ich nichts zu sagen. Da sag's mal nichts zu. Ich weiß ja auch nicht. Ist es das Gleiche? Die hat Feigenralle geschlafen. Ach, ne, Felgen. Entschuldigung. Weil er so gern Feigen isst. Jetzt sag ich, warum ich Feigenralle, aber ich finde Feigenralle klingt besser. Ja, okay, das irgendwie ist das Feigenralle so. Das ist so ein bisschen mystischer. Ne? Felgenralle ist so demütigend, als ob der wirklich Felgen verkauft. Kommen Sie jetzt zu Felgenralle. Zu Felgenralle. Applaus, Applaus, Applaus. Wenn Sie in Zukunft Felgen suchen, denken Sie nur an eins, an Felgenralle. Weißt du, wer das ist hier drüben? Das ist Christian Rach. Du weißt, der Restaurant-Test. Weil der hatte jetzt eine neue Masche. Der lässt sich ja jetzt unerkenntlich schminken. Ne? Der holt sich so Hollywood-Schminke. Dann sitzt er und ich esse schon mal vorher was. Aber sie wussten nicht, dass ich hier schon gestern gegessen habe. Und ich muss ihnen sagen... Ich war schon gestern hier. Ich war schon gestern hier. Und ich muss ihnen sagen, der Service, der lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Und die Bouillabaisse, die war ein bisschen kalt. Die Bouillabaisse, ja. Die war ein bisschen... Was soll man machen, ne? Ein reichliches Kilogramm Kartoffeln. Einen Liter Milch. Drei Landeier. 69 Gramm Butter. Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Und so lösen sie ihr Leben. Also, hast du mir mal was zu sagen jetzt, was Neues? Nein. Dauert auch immer so lange, ey. dieser Tisch muss schon durchgesteuert sein, ja, oder? Ja, wir kennen uns. Ludwig der Zwei. Ludwig II. Natürlich. Und dann warten. So kann man jedes Gespräch anfangen. Ja. Wissen Sie etwas über König Ludwig den Zweiten? Da, das Bild neben dir. Natürlich, ein jeder hier kennt Ludwig. Er war der letzte wahre König, der Bayern regierte. Und sexsüchtig. Warum denken Sie, hänge ich sein Bild hier auf? Oder den Artikel an der Wand? Wissen Sie, was das ist? Er ist ein Artikel aus einer Münchner Zeitung vom Tag, nachdem der König gestorben ist. Mein Urgroßvater hat ihn aufgehoben und es wurde zum Erbstück für jeden ersten Sohn. Das denken die Bayern von ihrem Ludwig. Ein Zeitungsartikel wird zum Erbstück? Okay. Übrigens gegen den Ludwig, den Sonnenkönig war das, ja, oder? Der immer ganz viel gebaut hat. Das war Louis XIV ist der Sonnenkönig, der war aus Frankreich, Mann. Nee, was ich meine ist, sie haben ihn halt irgendwas genannt. Wie war Ludwig so? Er hat doch so viel gebaut. War das nicht Ludwig II? Ich weiß es nicht. Enorm viele von diesen Schlossbauten gebaut hat, also und dann am Ende sich gebaut. Im Wasser umgebracht hat. Vielleicht war er auch in Holland, hat sich nur einen gebaut. Okay. Und ich habe das ein bisschen auseinandergebracht. Der das hat mir jetzt vielleicht sein. In Holland erzählt. Und da habe ich da ein Schloss gebaut. Ja. Oh, es geht wie ja war weiter. Ludwig so? Warum wird er so verehrt? Oh, er war ein Genie. Er hat einen großen Geist. Er baute Schlösser, das tat er. Und so war es bis zu dem Tag, an dem sie ihn umbrachten. Wer tötete ihn? Sie, die Politiker, behaupteten, er war wahnsinnig. Sie haben sogar einen Arzt dazu überredet, die Papiere zu unterschreiben. Und was geschah dann? Was glauben Sie? Einfach umgebracht.
Sie sagten, es wäre Selbstmord gewesen, aber ich glaube das nicht. Nee. Es war Mord. Aber Mord ist mein Hobby. Nee, lieber einfach... Danke. Bitte. Ich würde noch ein bisschen so nicken. Ja, und jetzt scheue ich weiter, als ob nichts wäre. Scheue. So, das muss doch jetzt irgendeine Bewandtnis haben, dass wir diesen Artikel jetzt waschen, polieren. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Sieht allerdings alt aus. Okay, also ich kann das nicht mal mitnehmen. Es muss doch was Wichtiges sein. Das ist Ludwig hier, sexy Ludwig. Das ist also König Ludwig II. Von Bayern. Ja. Doch, das war, glaube ich, der Märchenkönig. Das war der, der sich die ganzen Schlösser hat bauen lassen. Okay. Den sie am Ende loswerden wollten, weil er so viel Geld ausgegeben hat für seine Ludwig Schlösser. Ludwig II. Der vermeintlich ins Wasser gegangen ist, als es sich umgebracht hat, aber was wahrscheinlich einfach nur Mord war. Und so wie es gerade ausgeführt hat, ne? Ja, so habe ich es. Vielleicht Ludwig II. Kann auch jemand anders sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ist. Also wir hätten zum Beispiel Neuschwanstein, nicht ohne ihn. Und dann hätten wir auch kein Episode 1 und 2. Oh, weil es nicht von da... Wo sie turtelnd irgendwie, genau. Genau, oder hätten wir die CGI-mäßig die Birne ins Gesicht. Und ich bin mir sicher, wenn es das Schloss nicht gäbe, hätten wir Hayden Christensen nicht. Und dann hätte George Lucas heute noch die Rechte an Star Wars, weil er hätte sehr geile 3 Teile gemacht, neue. Ich mag Kirchenchroniken sehr gerne. Sie auch? Ich hatte einen Gedanken da unten im Verlies. Ja? Ich sollte mich anketten lassen. Sie sagten, dass Baron von Rallig die letzte Beichte erlaubt wurde. Der Feigenralle. Ich vermute, der Beichtvater war der Pfarrer von St. Georg. Ich vermute es, ja. Könnte es da Aufzeichnungen dieser Beichte geben? Vielleicht erfahren wir mehr über den Baron. Gute Idee, junge Dame. Allerdings sind diese Aufzeichnungen auf Deutsch und Pater Getz spricht kein Englisch. Können Sie nicht mitkommen? Denken Sie, dass er Ihrem Schattenjäger helfen könnte? Ja. Weiß nicht. Könnte jedenfalls nicht schaden. Gut. Dann komme ich mit. Ich gebe Ihnen ein Schreiben. Sie geben es Pater Getz und er wird sehen, ob es Aufzeichnungen gibt. Ich schreibe mal auf. Wenn ja, Ding Dong. Dann kommen Sie wieder zurück zu mir und ich helfe Ihnen bei der Übersetzung. Okay? Das wäre großartig. Die Hexe ist tot. Die Hexe ist tot. Vielen, vielen Dank. Gern doch. Das macht 20 Mark. So nett. Sie haben mich auch neugierig gemacht, wissen Sie? Ich gehe mir jetzt einen hobeln. Hobeln! Ah. Oh Gott. Wenn immer die scharfen Asiatinnen dann in ihrem Morgenmantel ankommen. Ich habe jetzt einen Zettel für den Priester. Für den Priester, der Priesterzettel. Das ist der doch, oder? Brief, Notiz des Bürgermeisters. So. War das echt der Bürgermeister? Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich habe einen Zettel hier. Das hier ist von Herrn Habermas. Hm? Ach, Feigenralle. Einen Moment bitte. Schöne Kirche. Das ist für Sie. Dankeschön. Das ist doch schön, ne? Einfach mal einen Zettel und er gibt schon die innersten Geheimnisse Bayerns heraus. Richtig so. Hier. Kirchenregister. Pater Getz gab mir diese Unterlagen, aber ich werde Hilfe beim Übersetzen brauchen. Oh, ist das jetzt, ist die Zeit, dass man sich mit Gerde verträgt, jetzt angekommen? Nö, er hilft doch. Er meint ja, kommen Sie her und ich übersetze Ihnen den Schatz. Okay, ja. Irgendwann muss doch aber, also es kann ja nicht so sein, dass Sie und Gerde einfach so antagonistisch immer entgegenstehen. Die müssen sich ja zusammenraufen. Ja, aber da hatten wir ja gerade die finale Konfrontation und dann daraus erwächst ja dann eine tiefe Freundschaft. Okay, es muss die Szene kommen, wo die, erst sind sie die Spinnefeind und dann treffen sie auf Gabriel, aber dann unterhalten sie sich so lustig über Gabriel. Ja, weißt du, wenn er das so macht und er, was? Was? Wieso redet ihr über mich? Wo klar ist, die verbünden sich gegen den Mann. Dann am Ende sind die Frauen immer sich selbst die Nächste. Kirchenbücher, das stimmt. Ich habe die Kirchenbücher. Exzellent, zeigen Sie her. Geben Sie mal her, der Böcher. Geben Sie mal her. Was ist das? Oh. Auch Sie können gewinnen, 1 Million Reichsmark. Das auf Englisch. Von einem Anwalt aus Buenos Aires. Was? Aus dem 17. Jahrhundert? Adressiert an die St. Georgs Kirche 1764. Was? Was steht drin?
aus Buenos Aires? Eine Bitte um Informationen über den Tod eines Baron Klaus von Rallig. Adressiert für die Familie. Ich vermute, dass ihn jemand beantwortet hat. Sehr interessant. Was? Da ist ein Siegel. Auf dem Umschlag. Ein Wolf? Wo? Ach, das Siegel. Ja, mach's doch auf. Okay. Die letzte Beichte. Von Rallig trug den schwarzen Wolf im Familienwappen, um damit ihr großes Können bei der Jagd zu symbolisieren. Klaus von Rallig sagte, dass er es mit dem Wappen wahrscheinlich zu genau genommen hat. Seine Freunde nannten ihn den schwarzen Wolf. Aber so steht in der Beichte, dass man mir wegen seines Stolzes und weil er seine Bauern und Frauen sehr schlecht behandelte, er war sehr gefürchtet. Du Bauer! Der Baron beichtete, dass sein sündhaftes Leben den Fluch des Werwolfes über ihn brachte. Ah, hören Sie sich das an. Mhm. Eines Tages kamen Zigeuner aus Ungarn. Ach ja, die Roma sind's wieder. Damals durfte man noch Zigeuner sagen im 17. Jahrhundert. Er ließ sie mit Gewalt ins Schloss bringen und dort... Vergewaltigte er sie. What the hell? Danach wollte er sie gehen lassen. Gute Nacht, Unterhaltung. Doch sie kam ihm zuvor und tötete sich. Was? Am nächsten Tag verflucht ihn eine alte Zigeunerfrau. Hey, der war schon tot. Sein Körper solle die Form annehmen, die sein Herz zeigte, in seinen üblen Taten und seinen Namen. Ein geiler Stecher? Oder? Verstehe. What the hell? Bald darauf begann der Fluch zu wirken. Klaus von Rallig veränderte sich. Nachts jagte er als Wolf, tötete und fraß Menschenfleisch. Er flehte um Vergebung Gottes für Frau und Sohn. Er würde seine Bestrafung ertragen, wenn nur damit seine Sünden bezahlt seien und seine Familie verschont würde. Hm. Das ist alles, was hier steht. Wow. 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 Danke. Ich bringe das Pater Getz von Ihnen. Danke. Viel Glück, junge Dame. Ihnen und Ihren Schattenjäger. Also ich würde das als Bürgermeister jetzt die Polizei mal rufen, wenn die hier so komisch ist. Okay, Leute, kommt her. Ja, sie ist Asiatin. Und dann am anderen Ende des Telefons, wer sie sind? Wer sie sind? Der Bürgermeister bin ich. Super, wir sollten einfach diesen, wir sollten Gabriel Knight 2 nochmal neu drehen. Ja. Ich finde, es geht eigentlich kein Weg vorbei. Es müsste eigentlich eine Dramatic Reenactment oder so sein. Wer sie sind, was ich, oh, was ich. Und auch dieses, immer dieses Angucken. Dieses Holz, ey. Ich krieg ein bisschen Angst, wirklich. Ich habe ihr im Moment. So, was ist der nächste Schritt? Wir haben jetzt erfahren, ich muss mit irgendjemandem reden, wahrscheinlich. Ich kann mir die... Weil mit Gerde wollte sie gerade auch nicht sprechen. Ja, nee, Gerde ist durch. Bis wir zum nächsten wichtigen, story-relevanten Punkt kommen. Und dann wird Gerde noch wichtig. Ich sag's euch, die wird noch ihr Leben die opfern. Wird noch, die wird noch, ja, die wird muss ihr sie. Leben opfern. Die muss sich einmal als Werwolfshappen in den Weg ja, schmeißen. Ja, du sagst es jetzt, aber ich meine, sie ist die blonde Konkurrentin der wichtigen Nebendarstellerin. Natürlich wird sie im Tod dann sagt, ich hatte nie was mit Gabriel. Und dann ich Grace gehe zurück in Gerdes Schlafzimmer. Oh. Am Ende erwischt sie mich dann noch. Ach, das ist das Wichtige, ne? Ich gehe nicht rein, damit sie mich nicht erwischt. Nicht, weil es sich total nicht ziemt. Aber vielleicht wollen wir ja, dass sie sich gegenseitig erwischt. Ach, Moment. Ja, das ist ja, ich bin ja du komplett... Du hier? Ich bin ja komplett falsch hier. Ich muss ja zum das Zimmer... Stimmt, ja, eigentlich, genau. Vom Hauptzimmer nur diese eine, suddenly, die andere Tür. Suddenly one Trunk. Plötzlich Schrank. Da. Da ist es. So. Telefon? Wen sollte ich schon anrufen? Okay.
Wen sollst du schon anrufen? Ich bin noch nicht ganz bereit für den großen... Lykanthropie, Lehre von Jennings. Lykanthropie. Lehre und Legende. Die Wege des Wolfs. Kann ich mir das echt vorlesen lassen? Es gibt zwei Kategorien. Lykanthropische Störung. Die lykanthropische Störung bezeichnet einen Geisteszustand, in dem der Patient, der entsprechend Lykanthrop genannt wird, glaubt, Werwolf zu sein. Die Person ändert nicht tatsächlich ihr Aussehen, ist jedoch von nahezu gleicher Gefährlichkeit wie ein echter Werwolf. Ein echter Werwolf. Die meisten Fälle, bei denen ein Werwolf vermutet wird, gehen auf Menschen zurück, die an lykanthropischer Störung leiden. Mensch zu Bestie. Bei echten Werwölfen findet tatsächlich eine körperliche Veränderung zur Wolfsform statt. Die Veränderung kann willentlich erfolgen oder von verschiedenen Mondphasen oder Geräuschen, Wolfsgeheul, ausgelöst werden. Da müssen wir echt unterscheiden, ne? Ich denke, das ist doch irgendwie auf die... Ich will das jetzt aber nicht alles vor... Ach Gott. Na, eigentlich müssen wir es uns anhören. Das werden wir uns auch noch anhören, aber ich will erst mal gucken, ob es andere Möglichkeiten gibt, ne? Weil wir jetzt schon sehr viele Gespräche hatten. Zeichen der Werwolferei. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit eurer ständigen Werwolferei? Ja, das gibt's doch nicht. Hier steht extra dran, Michel, Werwolfen verboten. Werwolfen verboten. Und Kacken auf dem Rasen. Wie könnte das Symbol aussehen für Werwolfen verboten? Ja, du darfst... Das Sofa fängt wieder an zu sprechen. Wir wissen nicht, ob Simon und Gregor noch aufzeichnen. Ja. Ja, wir zeichnen drauf, danke. Und das Schöne ist, man hört auch sehr schön... Man hört euch! Nee, sie hören uns ja nicht, weil wir das separat hier aufzeichnen. Wir haben das aber als Rückkanal in die Regie. Ich höre nur diesen süffisanten Ton. Ja, sie zeichnen noch auf. Ja, das ist nicht das Beste und Lustigste, was ich je gesehen habe, aber ja, sie sind noch dabei. Sie sind noch dabei, Notizbuch. Ja. Hier hätte ich eine Nummer noch drauf. Ja, Yale University. Komm. Sollte das Bert Barkley weiß mehr über die Geschichte, als ich je erfahren werde. Bestimmt auch über die Werwolf-Geschichte. Kann ich das mal probieren? Ich muss Professor Barkley jetzt nicht anrufen. Okay, aber es ist für später mal. Ich bin noch nicht ganz bereit für den großen Helden. Okay, also das ist es nicht. Dann bin ich mir jetzt im Moment auch nicht sicher, muss ich sagen, was jetzt noch über ist. Müssen wir uns tatsächlich alles durchlesen, was im... Ja, ich bin bei dir. Achso, ja, vielleicht versuchst du ihn gerade zu beschwören, als gebe uns ein Tipp. Ja. Ist das unser Skelettkopf? You gotta have a prying element. Ja, das könnte sein, ja, das könnte es jetzt werden. Aber wir sind so, guck mal, wie schnell wir 145, wir haben angefangen, da waren wir gerade mal bei 100. Zu sagen. So ist es. Also wir sind richtig gut. Das wir sind ich auch. Richtig also, sehr gut. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall dieses Kapitel in weniger als 6 Teilen durchbekommen. Ich erhoffe es. Das ist faszinierend, gell? Sind wir beim ersten oder zweiten Kapitel? Zweites Kapitel. Zweites Kapitel, ja. Und wie viel sind es? 6? 6, ja. 6 Kapitel, okay. Das zweite kriegen wir vielleicht noch fertig? Es ist anders strukturiert als jetzt so ein Phantasmagoria, wo wir eigentlich in so 7, 8 Teilen trotz Herumrätselerei gut durchgekommen sind. Ich würde sagen, 8 Teile noch, behaupte ich jetzt. Wir sind bei Folge 7. Das müsste jetzt Folge 8 sogar sein. Folge 8? Ja. Also noch, also unter 20. Unter 20, ja. Interessant. Cool. Da waren wir aber bei Phantasmagoria ja noch schlechter, oder? Nee, waren es nicht mehr als 20? 9 waren es. Phantasmagoria waren nur 9 Teile? Es waren nur Warum 9 kommt Teile. Mir das dann so vor, als wäre das ein halbes Jahr meines Lebens gewesen? Es fühlt sich an ein halbes Jahr meines Lebens. Ne, es fühlt sich an wie 2, außerdem wir haben das an 2 Tagen aufgenommen. Ja, genau, wir haben den Anfang aufgenommen, dann gab es irgendwie 80 Monate Pause aufgrund ungeklärter Zustände in ganz unserer genau. Game1.de Chefverwaltung. Das nicht ermitteln. Und woran dann ging es aber weiter. Kannst du dich wesentlich lasziv aufs Sofa legen? Oh, da malt er. Der Mann. Der Mann. Danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Der Zopfi. Zopfi. Zopfelino. Ich hab schon mal angefangen. Ja. Das bist du, nackig. Sieht gar nicht aus wie ich. Stimmt, echt nur 9 Teile. 9 Teile waren es, ja. Und Phantasmagoria 2 auch 9 Teile. Wow. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so wenige waren. Das heißt, wir haben doppelt so viele jetzt. Wir haben ja mindestens doppelt so viel, wenn nicht auch sogar, wir werden auf überdoppelt landen, wenn das von der Zeit. Prost! Hast du erreicht. Was soll man noch machen, ne? Hat hier geschlafen.
Ich trinke Bier. Du trinkst Bier. Wir alle sind hier wegen dem Bier. Du trinkst Bier. Und du trinkst auch ein Bier. Wir alle trinken Bier, deshalb sind wir hier. Und wenn wir weiter so rumkrebsen wie hier, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Im Verlies, weil... Der Brief von Gabriel an Grace, Notizbuch von Grace. Hat sie in das Notizbuch was geschrieben? Mein Notizbuch. Nein. Und von den Items her... Ja, aber das hat auch einer in den Comments mal geschrieben und das stimmt eigentlich. Primär, fast alle Items, die man hier hat, sind papierbasiert. Du hast irgendwelche Hefte und Bücher und Notizzettel, also sehr strange. Ein bisschen eintönig, ja. Vielleicht muss man irgendwann ein großes Feuer machen. Das Tagebuch, die Brieftasche, die Barclaycard, der Brief an König Ludwig II. Das ist der versiegelte? Oh. Ist das okay? 4. März 1864. An Ludwig von Wittelsbach, seine Hoheit, den König von Bayern. Ich muss aufs Klo, Gregor. Du auch? Ich aber zuerst. Dann geh du zuerst. Aber ich fürchte um eurer Majestät Sicherheit und habe deshalb keine Zeit für Etikette. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich die Person, die Sie den Schwarzen Wolf nennen, in der Nähe eurer Hoheit aufhält. Ich habe diesem Manne nachgestellt, aus Gründen, die ich noch nicht nennen kann. Dabei musste ich feststellen, dass er außerordentlich gefährlich ist und dass er alles, was er tut, von ganzem Herzen mit der größten Konsequenz begeht. Von eurer Hoheit erbitte ich nur das eine. Bitte seht diesen Mann niemals allein, nur unter dem Schutze eurer Diener. Ich verspreche, alles wird euch deutlich gemacht werden, wenn meine Untersuchungen in Kürze abgeschlossen sind. In der Zwischenzeit behütet euch wohl. Euer ergebenster Diener, Christian Ritter, Schlossritter, Rittersberg, Bayern. Der Schwarze Wolf. Das war von Raleigs Spitzname. Okay, von Raleigs Spitzname. Ich glaube, wir lesen einfach mal alles durch. Alles durch, was nötig ist. Damit ich auch noch genug Zeit habe, aufs Klo zu gehen. Okay, das hatten wir noch nicht. Werwölfe und Unsterblichkeit. Werwölfe sind immun gegen die meisten körperlichen Erkrankungen und das Altern. Dieser Effekt wird der konstanten Regeneration ihres Körpergewebes während der Verwandlungen zugeschrieben. Werwölfe sind also theoretisch unsterblich. Allerdings können Werwölfe an Verletzungen sterben, die ihr Herz oder Gehirn zerstören, direkt oder indirekt, wie Erhängen oder andere Zustände, welche die Sauerstoffzufuhr zu diesen Organen unterbrechen. Die Gedanken des Werwolfs. Obwohl in der Wolfsform auch psychisch ein Wolf, gibt es einige Beweise, dass der Werwolf weiterhin ausreichend mentale Fähigkeiten besitzt, um seine Opfer gut erkennen und Fallen vermeiden zu können. Auch menschliche Schlauheit steht ihm weiter zur Verfügung. Na gut. Ihr fragt euch jetzt, wo ist der Gregor hin? Ich weiß es nicht. Bin hierher gekommen und er war einfach weg. Gregor? Gregor? Ja? Gregor? Ich stroller vielleicht? Nein, alles gut, vielleicht. So, vielleicht stroller ich auch mehr. Ich soll den zweiten Absatz anklicken. Aber der geht nicht. Die Maus geht nicht. Der Wieso? Zweite Kannst Absatz kann nicht angeklickt klicken? Werden, Gregor. Klick doch auf die rechte Seite. Ja, klick doch auf die rechte Seite. Die Maus geht nicht. Wieso geht die Maus nicht? Die Maus geht nicht. Nein, ich piss doch immer noch. Wenn ihr sehen würdet. Ich mach doch immer noch Pipi. Ah! Ah, warte doch mal. Just do it. Just do it. Do it. Warte doch mal. Gregor, ist kaputt, ich hab nichts gemacht. Nein. Er war's. Vielleicht werden wir dich... Ja, das Bier ist so viel. Es geht nicht so schnell. So ein bisschen. Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. So, Hände waschen. Oh. Seife. Ah, schön so. Ich kann euch nicht helfen, tut mir leid. Ihr seht ja, die Maus geht nicht. Dann müssen wir auf Gregor warten. Was ist denn passiert? Ey, ich habe keine Ahnung, Gregor. Buddykopf und ich saßen hier rum. Ihr saßt einfach so rum haben, und dann... haben an nichts gedacht. Moment, was ist denn? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, das muss er gewesen sein. Die Maus geht nicht.
Die Maus geht die nicht. Die Maus geht nicht. Was für ein Witz. Die Maus geht nicht. Was ist denn das? Ich meine, was hast du gemacht, bevor ich hergekommen bin? Eigentlich nichts. Ich habe nur angeklickt. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich weiß, das glaubt mir wieder keiner, aber ich habe nichts gemacht. Ist einfach hängen geblieben. Okay. Ja, Buddykopf. Was würdest du sagen? Eindeutig Gregors Schuld. Ist eindeutig hätte meine er mal Schuld? Nicht aufs Klo gegangen sein wir müssen. Ja, sehe ich genauso. Oh nein, was ist denn das? Jetzt abgestürzt. Das kann, sag mir doch nicht, dass es abgestürzt ist jetzt mittendrin. Das ist eine halbe Ewigkeit, die wir gesaved haben. Oh Gott, bitte sag das nicht. Oh, Gregor. Oh, Gregor. Oh nein. Nein, nein, aber wir haben ja zum Glück. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Es wäre eh Zeit. Das kriegen wir hin. Das ist ja schon mal gesagt. Es, es wäre eh Zeit. Hey, aber dass wie wir ist das denn Ende passiert? Kommen. Jetzt mal wirklich. Ich ganz weiß kurz. Es auch nicht. Wir reden ja gerne über mein Technikkarma, aber das war doch der beste Beweis. Ich gehe weg. Es geht. Du gehst weg, während es geht. Ich komme wieder und es geht nicht. Das heißt, es hat sich was verändert, ohne dass jemand die Maus auch nur angefasst hat. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, habe ich... Nee? Nee. Es macht es nichts. Es lief noch, als ich kam, lief noch die, lief die Audiospur und ich wollte auf, wie man Werwolf wird. Ja. Und mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht und ich kann jetzt weder die Maus bewegen, noch irgendetwas... Ja, es ist wohl tatsächlich das Technik-Karma. Ich sag mal, ohne Scheiß, das kann doch nicht sein. Was passiert doch normalerweise nicht? Nee, eigentlich nicht. Jetzt aber du hast ja die Aufnahme. Du wirst ja sehen ich können. Ich hab die Aufnahme. Ich werde sehen können, woran. Vielleicht kannst du jetzt mal ein Replay machen, was ich angeblich Böses gemacht habe, das diese Maus zerstört hat. Vielleicht jetzt kurz mal. Coming soon, Hardcore Uprising. Ey Simon, beeil dich. Hardcore Uprising kommt gleich. Da kriegt man eine Chief, wenn man Koop guckt. Ja. Siehst du, da war nix. Er weiß auf jeden Fall Bescheid. Er weiß Bescheid. He knows. He always knows. Ja, ja. Ach, wir werden, Gregor, es tut mir leid, aber das kriegen wir, glaube ich, schnell wieder hin. Seid nächstes Mal wieder dabei, dann geht's von dieser Stelle aus weiter. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ach Gott. Musst du das jetzt alles nachspielen? Ja, aber das kriege ich, glaube ich, auch in den 5 Minuten. Fünf Minuten, ja. Also ich muss nur die Gespräche wegklicken, dann passt das schon.